Hallo, ich begrüße euch zu meiner dritten Folge Isabella. Ja, es sieht gruselig aus. Wir schauen mal. Bella, could it be? My, you've grown, dear child. Och, wie süß. Ist sie nicht süß, die Eule? I once acted as royal messenger for your mother and father, before their kingdom was taken over by the witch. Okay. She has one of your fairy godmothers in captivity close by. Find her, and I'm sure she will tell you more. Okay. If I hear of anything further, I'll be sure to swoop down and inform you right away. Na, vielen Dank. Spinnenwald. Nee, warte. Du, gehen wir jetzt aber. Was soll ich jetzt im Spinnenwald machen? Diese Schnapppflanze sieht so aus, als wäre sie bereit fürs Mittagessen. Ja. Sumpf. Nee, ich will hier gar nicht so schnell durch. Lass mich mal zurück. Du siehst noch ein paar Aufgaben hier. Es ging mir zu schnell. Bourbonische Lilie, Holzplanke 2, Streichhölzer, Handschuhe, Taschenuhr, Adler, Statue, Ahornblatt, Schlüssel, Erdbeer, Pappe, Perle 4. Schlüssel. Ein Glas 8. Handschuhe, bourbonische Holzplanke, Streichhölzer. Streichhölzer, Seil, brauchen wir das 8? 4, was soll 4 sein? Handschuhe, Taschenuhr, Adler, Statue. Handschuhe, Taschenuhr, Anker, Ahornblatt, bourbonische Lilie, Adlerstatue, Ahornblatt, Erdbeere, Krabbe, Perle, Vieh. Okay. Adlerstatue. Da ist die Perle. Eine Erdbeere müsste eigentlich gut zu sehen sein. Ne? Ich sehe aber nur einen Apfel, einen Pilz. Die Holzplanke, ist das? Jawohl. Annie. Adlerstatue, Ahornblatt, Erdbeere, Krabbe, 4. 4. Das ist die Krabbe. Dann. Da ist eine Holzplanke, oder? Jawohl. Da ist die Erdbeere. Da gucken wir doch gut vorwärts. Adlerstatue, Ahornblatt 4. Steht da jetzt irgendwo 4 geschrieben? Das ist eine Adlerstatue. Das sieht mal aus wie ein Löwe. Da ist es. Spinnen. Ahornblatt und 4. Ah, da ist die 4. Ein Ahornblatt fehlt uns noch. Da ist es. Sehr schön. Ich habe Holzplanken. Ich brauche 2 davon. Docks. Warte, ich gucke mal in meine Liste. Nee, hier gibt es noch was zu tun. Okay. Ein alter, moderner Stamm. Mhm. Sehe ich. Was ist das? Ja, da muss ich später zurück, befehlt man. So ein Gestein. Ja, das sehe ich. Okay. Aber was gibt's hier noch zu tun? Sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe auch nichts glitzern. Okay, zeig her. Ja, das habe ich doch. Was soll ich mit dem machen? Ein alter, moderner Stamm. Soll ich den hochheben, oder? Ich probiere es. Ja, nee. Ja, sehr lustig. Soll ich mit dem machen, du Scherz? Warte mal, der Zauberstab vielleicht? Ach, nicht. Ein alter, moderner Stamm. Ja. Nett.
Okay, dann gehen wir doch mal weiter. Ui. Ah, mein Drache. Bezahle den Bootsmann. Die Leitung pumpt das kalte Wasser vom See und erhitzt es. Okay. Das finde ich cool gemacht mit dem Drache. Aha, ich habe so einen Stein. Ich komme nicht ganz dran. Ja, nett. Die Blätter eines jungen Alraunensprosses. Die Flamme der Fackel ist an Ort und Stelle eingefroren. Okay. Ah, ich kann den Raben steuern. Warte. Danke. Einen habe ich schon mal. Eingefroren. Ja, dazu bräuchte ich aber dann Feuer. Was ist das? Diese Leitung pumpt das kalte Wasser vom See und erhitzt es. Wo brauche ich einen Eimer oder dergleichen? Eine alte Holzkiste. Versuchen wir, die doch mal aufzumachen. Aha. Danke. Gut. Dann gehen wir da mal hin. Ui. Mein Drache hat was zu tun. Aber der ist süß. Oh, da hängt ein toter Kopf. Jetzt das mache ich. Aha. Sehr schön. Jetzt hebe ich mal das mal noch hoch. Damit es da auch mal wieder einigermaßen anschaulich aussieht, ne? Okay. Ich kann den Eimer nicht ganz erreichen. Ich frage mich, ob es einen anderen Weg gibt, den Eimer zu greifen. Hab ich? Ah, wo ist mein Rabe? Komm mal zu mir. Dankeschön. Das ist Jungsi. Nur das Rätsel, das ärgert mich immer noch. Aber okay. Nützt nichts. Ich muss die Brücke reparieren, damit ich den Sumpf überqueren kann. Okay. Okay, ich brauche meine Rabe wieder. Ein Schild. Gut. Was machen wir mit dem Totenkopf? Ein alter, zerbrechlicher Schädel hängt vom Baum. Ja, aber ich habe nichts, womit ich den runterkriege, ne? Okay. Dann gehen wir nochmal in den Spinnewald. Ah. Ja, dafür brauche ich mal Holzplanke. Das bringt man nur reichlich wenig. Fehlt mir noch eins. Gehen wir da hin zurück. Du glitzert was. Aha. Buchstabe, Block, Flachmann, Kompass, Teleskop, Eidechs, Fächer, Blume, Kerze, Feder, Eulen, Birne, Krug. Eine Grödach. Flachmann, Teleskop, Eidechs. Eule, Birne, Krug. Krug. Blume, Kerze, Feder. Blume, Kerze, Feder, Eule, Birne. Feder. Eule. Ah, das ist Fächer. Sehr schön. Uiuiui, du fühlst mir jetzt gerade schwer, das alles zu dir. Du musst noch einen Flachmann. Ah, das Kind in der Seite. Jawohl. Buchstabe, Block. Ist das? Nee. Buchstabe, Block.
Teleskop, Eidix, Kompass. Okay. Ist das der Eidix? Jawohl. Das ist aber Fernglas, kein Teleskop. Ja, habe ich mal gedacht. Da steht's, Teleskop. Kompass, Blumenkerze, Birne. Okay, da ist die Birne. Kompass, Blume, Kerze. Ah, das ist Uhr, kein Kompass. Oh Mann, ich sehe nichts. Blume, Kerze, Kompass. Seht ihr's? Ich sehe es nicht. Ah, du bist der Katz. Aber wo in Gottes Name ist so ein Kompass? Ohne Blumen. Das sind Pilze, keine Blumen. Vielleicht irgendwo wieder aufgemalt. Puh! Nee, tut mir leid. Ich sehe es nicht. Steht's echt doof wie blind. Okay, komm, dann lass zeigen. Was bitte? Ach komm, hättet ihr das jetzt als Kompass erkannt? Ernsthaft? Ich will da einfach mal draufklicken, Kinder. Ne? Ich wollte mich nur nicht verklicken. So ist es. Wenn man dann die Fehler machen will. Ich sehe keine Blume. Wo ist die Blume? Halleluja. Das? Ernsthaft? Ich habe das die ganze Zeit für ein Blatt gehalten. Kein Witzchen. Okay, ich habe die Steine. Das war, glaube ich, hier. Ja. Okay, das Rätsel löse man noch. Wähle zwei Glyphensteine, um ihre Plätze zu tauschen. Beziehe dich auf die Buchstaben im Dreck, um die Nachricht der Alraun zu übersetzen. Auf die Buchstaben im Dreck? Was? Die da unten? Wähle zwei Glyphensteine, um ihre Plätze zu tauschen. Beziehe dich auf die Buchstaben im Dreck. Auf die Buchstaben im Dreck. Ziemlich ähnlich aus, ne? Also das ist ja jetzt... Ach so, das sind die Buchstaben im Dreck. Okay. Was spuckt denn der da aus? Die Münze. Ah, den brauche ich für den Seemann. Gold, was bringt Fisch? Okay. Bring den Fisch. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Karte. Hier gibt es noch irgendwas zu tun. Und zwar mit diesem Baumstamm. Ich check's nicht. Ich check das mit dem Baumstamm nicht. Ich kann den Zauberstab mitnehmen. Doch. Wieso ging das vorhin nicht? Das habe ich vorhin versucht. Ihr seid mein Zeuge. Junge, Junge. Immer noch was, okay? Das habe ich aber. So mit der Eule sprechen? Danke. Was soll ich denn hier tun? Da komme ich zu den Dogs. Was soll ich hier tun?
Ich sehe nichts. Zum Spinnewald? Komm, dann zeig mal's. Das Fenster der Landekapsel ist fast zerschlagen. Ja, dann zerschlagen wir es doch mal ganz. Danke. Wunderbar, ist doch schön. Okay, dann würde ich aber sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Die will mich jetzt auch zum Spinnenwald führen. Ich finde das Spiel an sich nicht schlecht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Die Rätsel sind eigentlich leicht, bis auf das eine, das habe ich echt nicht gekriegt. Aber okay, ich komme irgendwann noch lieber weg. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!